Hi, hier ist Mike von draußen sein. 4 Jahre ist es her, dass ich mein Forno von Morse hier installiert habe. Ich nutze ihn ziemlich regelmäßig. Am Anfang auch gedacht, naja, muss ich schützen. Habe ihn auch versucht einzuölen, sah scheiße aus, brannte sich aber wieder frei zum Glück. Jetzt ist es 4 Jahre her. Ich habe noch gar nichts gemacht, um ihn zu renovieren. Habe auch die Schwierigkeit, dass mein Ofenrohr immer hier drüber gesteckt wird. Man sieht genau die Stelle, wo das Ofenrohr drüber kommt, wenn ich es denn mal nutze. Die neue Variante ist so, dass es eine Innenwölbung gibt und man es reinsteckt, dann sieht man die Lackbeschädigung nicht. Ja, in jedem Fall werde ich jetzt einmal alles demontieren, alles sauber machen, einmal alles abschleifen, neu lackieren und dann in die neue Saison starten. Wie ich schon sagte, immer wenn ich mein Ofenrohr, um einen besseren Zug zu haben, auf meinen Morse stelle, passiert Folgendes. Der Lack kratzt ab. Man hat ja auch ein bisschen Spiel. Und man sieht eben auch, dass es nicht so gut fürs Material ist. Bisher war es mir noch nicht 100 Euro wert, ein neues Ofenrohr dafür zu holen. In der Vergangenheit habe ich es einfach auch weniger genutzt, weil ich gemerkt habe, man braucht es gar nicht immer. Heute werde ich die Stellen abschleifen. Gerade hier. Werde mal alles vom Staub befreien, werde mal alles vom Moos befreien. Ne? Ist ja eine Naturküche. Ich nehme mir überall Moosreste. Ich werde die Hülle waschen. Ich werde dann in die neue Saison starten. Ihr könnt zugucken, wie ich es mache. Wenn ihr Tipps habt, wie ich es in 2, 3, 4, 5 Jahren besser machen kann, immer gerne unten in die Kommentare. Ihr seht hier noch das ältere Modell, was hier miteinander verbunden ist. Auch die Oberschale werdet ihr gleich sehen. Bei dem neuen Modell ist das alles aus einem Guss. Ob das besser oder schlechter ist, kann ich gar nicht beurteilen. In jedem Fall ist es eben mal dran, diese ganzen Kanten, die hier mal Rost ansetzen, mal nachzuarbeiten, anschleifen. Es gibt direkt von Morse genau dafür. Auch einen entsprechenden Lack, den man dafür benutzen kann. Das ist hitzebeständiger Lack. Und ich habe verschiedene Videos bereits gesehen dazu. Traue mir das zu, gehe davon aus, dass es in jedem Fall besser aussieht als jetzt. Wahrscheinlich ist es innen drin so rostig,
weil ich die ganze Zeit meine Haube drüber gehabt habe, zum Schutz eigentlich. Und vielleicht funktioniert das nicht so deutlich und nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Darum versuche ich jetzt mal was, was nicht auf der Morso-Seite explizit steht. Ich würde versuchen, deswegen erstmal eine kleine Testfläche auf der Innenseite des Deckels, weil es ja Gusseisen ist, einfach es einzubrennen, um zu schauen, ob wir damit eine Patina kriegen und den Rost so ein Stück weit neutralisiert bekommen. Ich bin selbst ein bisschen gespannt. Es fängt an zu regnen. Schlechter Zeitpunkt. Es regnet tatsächlich. Handschuhe an, dann verbrennen wir uns. Ihr hört, wie heiß es wird. Ein andermal geht's weiter. Schönes Öl überall hin, alles jetzt einbrennen, damit wir von innen nicht die eventuell giftigen Dämpfe von irgendeiner Lackierung haben. Außen schmerzt mich das dann nicht so sehr. Ich habe den Rand, ich mach's mal ein bisschen schräg, ich habe den Rand auch ein bisschen eingefettet. Habe bei den anderen Einfettaktionen erlebt, oder Einbrennaktionen erlebt, dass es dann eine Patina gibt, die überlackierbar ist, wenn ich sie ein bisschen anschleife. Das heißt, es kann grundsätzlich als Grundierung nur gut sein. Zumindest stelle ich es mir so vor. Ich werde es jetzt einbrennen, trocknen lassen, dann die Rückseite vernünftig bearbeiten und auch lackieren. Wie ich es bei den anderen gemacht habe, die bisherigen Ergebnisse sind wirklich toll. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut geht. Ich werde es mir aber nochmal bei Tageslicht anschauen. Ich habe sie momentan alle hier im Schuppen, die einzelnen Teile. Ich werde gegebenenfalls dann nochmal nachlackieren und am Wochenende nutzen. Das ist der Plan. Also einbrennen und dann geht's weiter. Eine Sache noch, es ist Gusseisen. Wenn ich da jetzt aggressiv mit der Flamme reinhalte, kann das bei zu viel Öl, weil Öl super die Wärme speichert, dazu führen, dass das Guss anfängt zu schmelzen. Das heißt, lebt man sehr schnell. Es gibt dann eine schäumige Konsistenz, wenn man die Flamme wegnimmt, härtet es sofort wieder aus, aber Vorsicht ist geboten für die, die es nachmachen wollen. Die Dichtungen sind drauf und die Seitenteile montiert. Jetzt kommt noch das oben und dann haben wir's.